So, wenn Sie bereit sind, starten wir in einem neuen Tag gemeinsam. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, einen traumhaft schönen Tag und wie immer eine faszinierende Inkarnation. Heute möchte ich gerne die Ausbildung zum Lebensprofi abschließen mit dem Thema die Kunst, mühelos zu leben. So zu leben, wie wir von der Schöpfung gemeint sind. Denn das Leben ist gedacht als ein wunderbares Geschenk, als ein faszinierendes Abenteuer. Obwohl unser Verstand meist etwas ganz anderes daraus macht. Wir ärgern uns, wir machen uns Sorgen und alles, was nicht wirklich da ist. Und dadurch wird das Leben schwieriger. Also prüfen wir einmal, ob wir wirklich jeden Schritt vollzogen haben, ob er Teil unseres So-Seins geworden ist und durch die Macht der Wiederholung und zur Gewohnheit geworden ist. Der erste Schritt ist, Ihr So-Sein zu optimieren. Machen wir uns noch einmal bewusst, Ihr So-Sein verursacht in jedem Augenblick Ihr Schicksal. Das senden Sie 24 Stunden am Tag aus und ziehen damit entsprechende Ereignisse in Ihr Leben. Das heißt, Sie sind ein Energiefeld mit einer ganz einmaligen individuellen Schwingung. Niemand hat Ihren Lebensweg, Ihre Prägungen, Ihre Eindrücke, Ihr So-Sein. Das ist wie Ihre Handynummer, die gibt es nur einmal. Und mit dieser einmaligen Schwingung, die Sie 24 Stunden am Tag aussenden, auch im Schlaf, ziehen Sie entsprechende Ereignisse an. Das heißt, damit entsteht Ihr Schicksal. Und das können Sie nicht ändern. Das heißt, das senden Sie aus, Ihr So-Sein. Aber Sie können natürlich jederzeit Ihr So-Sein ändern. Also noch einmal, und zwar ganz einfach, das geschieht durch zum Beispiel durch bewusst gute Laune. Also schon ein Lächeln verändert Ihre Zukunft, weil es Ihr Energiefeld verändert, Ihre Schwingung und damit Ihren Dauerauftrag an die Schöpfung und damit die Ereignisse, die in Zukunft geschehen. Also niemand kann einem anderen die Schuld geben für sein schweres Schicksal, sondern wir verursachen es in jedem Augenblick und können es in jedem Augenblick ändern. Das ist eine ganz gerechte Sache. Wir können unser So-Sein grundlegend ändern, indem wir zum Beispiel unsere Vergangenheit ändern. Viele Menschen schleppen eine schwere Vergangenheit mit sich rum. Ein Leben lang und sagen, das ist ja nun mal passiert oder eine schwere Kindheit. Immer wieder kamen Leute zu mir in die Praxis und sagten, Herr Tepperwein, ich hatte so eine schwere Kindheit. Da sage ich, seien Sie froh, dass sie vorbei ist. Ja, weil die ist doch vorbei, die braucht nicht behandelt werden. Die ist ja sowieso vorbei, die kommt nie wieder. Also Sie brauchen sie bloß loslassen. Wenn Sie sie nicht mehr mit rumschleppen, ist das nur noch eine Erinnerung. Aber nicht ganz. Das heißt, die Energie Ihrer Vergangenheit, Ihrer Kindheit, wirkt so lange, bis sie geändert wird. Energie geht nicht verloren. Das heißt also, wenn Sie eine schwere Vergangenheit hatten, dann wirkt, die können Sie nicht ändern, die ist ja passiert, aber die ist sowieso vorbei, aber die Energie wirkt und die können Sie ändern. Zum Beispiel, indem Sie die umerleben. Umerleben wäre, ich habe so gemacht, dass ich mir gesagt habe, diese Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Also ob die schwer oder leicht war, das ist ein Urteil, aber sie ist meine Vergangenheit und die hat mir geholfen, hierher zu kommen. Und damit bin ich meiner Vergangenheit dankbar. Ganz gleich, wie sie war. Sie war also ganz wunderschön. Also meine Mutter hatte gesagt, ich hätte eine schwere Kindheit gehabt, weil Krieg war und Nachkrieg, Hunger und alles Mögliche. Wir als Kinder haben nichts davon bemerkt. Ich hatte eine wunderschöne, erfüllte Kindheit.
Wir hatten oft nichts zu essen und meine Mutter ging dann über Land und kriegte ja nicht viel, oft eine Handvoll Maisschrot aus Schweinefutter. Ja. Und Süßstoff gab es zu kaufen und dann hat meine Mutter, Wasser hatten wir auch fließend, und da hat meine Mutter einen Brei gemacht aus diesem Schweinefutter mit Süßstoff und wir Kinder waren im Schlaraffenland und hatten süßen Brei und waren rundherum glücklich und meine Mutter meinte, es wäre eine schwere Zeit gewesen. Also so kann man das sehr unterschiedlich erleben, aber noch einmal, Sie haben die Möglichkeit, die Energie zu ändern, indem Sie einverstanden sind mit dem, was gewesen ist, indem Sie Ja sagen zu Ihrer Vergangenheit und damit wirkt die positiv in die Zukunft. Das heißt, Sie können sich also eine ganz neue Kindheit zulegen. Nicht die Ereignisse, aber energetisch, sodass sie heute noch entsprechend wirkt. Ein weiterer Schritt ist, worauf richten Sie überwiegend Ihre Aufmerksamkeit? Die meisten Menschen richten ihre Aufmerksamkeit ganz natürlich, meinen sie, auf Probleme und Schwierigkeiten des Lebens. Und der Verstand gibt uns einen guten Grund, der sagt, da muss ich mich drum kümmern, das muss ich ja ändern. Erstens gibt es keine Probleme, das ist ein Urteil, es gibt nur Situationen, Ereignisse, Umstände, die sind völlig neutral, die sind so, wie sie sind. Und da kommt der Verstand und stülpt dann sein Urteil drüber und sagt, das ist angenehm und das ist unangenehm, das ist schwer, das ist leicht. Das ist ein Urteil. Wenn Sie das weglassen, wenn Sie den Urteiler entlassen und einfach nur die Dinge so sehen, wie sie sind, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Umstände stimmen, dann lehnen Sie sich zurück und genießen sie, oder Sie stimmen nicht, dann ist es eine Chance zum Besseren. Dann sagen Sie, nee, das nicht. Das sollte, wie sollte das denn sein? Ja, so, und dann haben Sie das Ideal vor Augen und dann machen Sie sich auf den Weg und dann sind Sie schon auf dem Weg zum Besseren. Und für mich ist das Bessere nicht gut genug, sondern ich nehme immer das Ideal. Also wie wäre es denn ideal? Das heißt, jede Schwierigkeit im Leben ist eine Chance, daraus das Ideal zu machen. Wunderbar, das sind die beiden Möglichkeiten. Und damit wird das Leben wirklich zu einem faszinierenden Abenteuer. Entweder es stimmt schon, dann genießen Sie es, oder Sie nehmen das und sagen, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst. Das sollte so nicht sein, sondern das stimmt für mich so. Und dann machen Sie das Ideal daraus. Aber wichtig ist, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Schwierigkeit der Situation oder auf die Chance und die Lösung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Natürlich, wenn Sie also Ihre Aufmerksamkeit auf Schwierigkeiten richten, ist das sofort Teil Ihres So-Seins und verursacht in Ihrer Zukunft Schwierigkeiten. Und Sie denken, Leben ist nun mal schwierig, während Sie eigentlich das die ganze Zeit nur selber gemacht haben. Und das Schöne ist, Sie können es in jedem Augenblick beenden. Sie können sagen, so, jetzt reicht's. Jetzt gibt es nur noch Chancen zum Besseren. Und Sie richten Ihre Aufmerksamkeit, Sie gestatten Ihre Aufmerksamkeit nie mehr, länger als 2-3 Sekunden bei etwas zu bleiben, was nicht stimmt. Und richten, sagen, danke, das macht mich aufmerksam nur. Das hätte ich gern, wie ist das ideal? Und dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Lösung, auf das Ideal und auf den Weg, auf die Schritte und fangen an, dieses Ideal zu verwirklichen. Und dann werden Sie sehen, alles geschieht vollkommen mühelos. Es ist nur reine Energiearbeit, die findet in Ihrem Bewusstsein statt. Das Wort Arbeit können wir auch streichen. Energie, wie könnte man... Unsere Sprache ist auf Probleme ausgerichtet. Energiedesigner. Energiedesigner, sehr schön. Ja. Dann sind Sie also Energiedesigner und
Dann gibt es, wie gesagt, nur noch zwei Möglichkeiten ab jetzt. Die Energie stimmt, nichts zu designen, alles optimal. Oder stimmt nicht, wie wäre es ideal und schon bin ich auf dem Weg zum Ideal und werde Energiedesigner. Ich nenne es Zukunftsdesigner. Ja? Sie designen Ihre Zukunft. Die meisten Menschen warten einfach mal, was geschieht. Die Zukunft liegt im Dunkeln noch, weiß man ja nicht. In Wirklichkeit verursachen Sie sie gerade. Sie müssen also nur auf das Jetzt aufpassen. Was Sie jetzt tun, Ihr So-Sein von jetzt, von heute, ist Ihr Schicksal von morgen. Also Sie brauchen nur auf dieses Jetzt achten. Und wenn das jetzt stimmt, dann stimmt auch das Morgen. Das ist das Schöne. Der nächste Schritt könnte sein, dass Sie sich, sollte sein, dass Sie sich beim Leben zuschauen als Beobachter. Ich sage das, das alles haben wir schon besprochen. Es geht nur darum, dass Sie jetzt prüfen, weil es kommt dann nicht mehr, wir beenden das heute, dass Sie prüfen, habe ich das verwirklicht? Also bin ich der Beobachter? Wenn nicht, sofort jetzt vollziehen, einen Schritt zurücktreten, sich über die Schulter schauen und sich beim Leben zuschauen. Und da geschieht ein Wunder, das heißt mehrere Wunder gleichzeitig. In dem Augenblick, und das kann jeder, das kann jedes Kind, in dem Sie sich zuschauen beim Leben, ziehen Sie den Stecker der Ich-Identifikation. Denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Ja? Das beobachten Sie. Sie sind ja der Beobachter. Und damit sind Sie nicht mehr identifiziert mit Ihrem Körper, Verstand, Persönlichkeit, sondern das ist Ihr Erfahrungsinstrument und Sie sind der Beobachter, der Besitzer, der Benutzer. Und diese Beobachterrolle macht Sie aufmerksam. Ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe. Die meisten Menschen glauben nämlich, sie seien das, was sie im Spiegel sehen. Sie sagen, das bin ich. Aber wenn Sie genauer hinhören, dann sagen Sie, ja, ja, das ist mein Körper. Mein Körper. Das heißt, da ist ein Besitzer da, dem dieser Körper gehört. Das sind Sie. Sie sind nicht das, was Sie im Spiegel sehen. Also lösen Sie sich aus der Identifikation mit Ihrem Erfahrungsinstrument. Körper, Verstand, Persönlichkeit. Damit erfahren Sie das Leben, aber das sind Sie nicht. Sie sind der Erfahrende, der, der das Leben erfährt. Und das alles erreichen Sie völlig mühelos wieder, einfach indem Sie einen Schritt zurücktreten und sich beim Leben zuschauen. Nicht mehr bewerten, gut, schlecht, schwierig, leicht, sondern einfach nur so oder so oder so. Und wie gesagt, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, stimmt oder stimmt nicht. Stimmt nicht heißt, ich bin schon auf dem Weg zum Besseren, zum Ideal. Aus. Und wenn Sie bereit sind für den nächsten Schritt, prüfen Sie einmal, ob Sie es getan haben. Dann öffnen Sie mal ganz bewusst Ihr Scheitelchakra in der Imagination. Sie stellen sich also vor, hier oben ist eine Lotusblüte, die ist geschlossen. Und der tausendblättrige Lotus öffnet sich. Und Sie denken nicht mehr mit dem Gehirn, mit dem Verstand, sondern das ganze Universum ist Ihr Wahrnehmungsraum. Sie werden ganz bewusst eins mit dem einen und sind in der universellen Wahrnehmung. Auch das ist völlig mühelos. Und wenn Sie wollen, bleiben Sie, lassen Sie offen. Ich habe das ständig offen, auch nachts immer. Und bin ständig online, mit dem einen verbunden. Und dadurch fällt mir alles ein, worauf ich mein Bewusstsein richte. Also ganz gleich, was ich gerade zu tun habe oder was jemand sagt, alles, was ich dazu brauche, fällt mir sofort ein. Das ist einfach so angenehm und völlig mühelos natürlich. Sie müssen sich nicht mehr anstrengen. Sie lassen einfach offen und es fällt Ihnen
ein. Sie haben alles, was Sie brauchen, immer direkt parat. Sie wissen einfach alles. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie etwas nicht wissen und nehmen Ihren PC und googeln das und sagen, gucken mal, was sagt der Google dazu. Ja, die Frau Google, die weiß alles. Und dann können Sie die fragen. Und jetzt haben Sie mehr als Google. Sie sind ständig online, lassen einfach Ihr Scheitelchakra offen. Worauf Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit richten, alles, was Sie dazu brauchen, fällt Ihnen ein. Das ist so wunderbar, so einfach, so mühelos, dass man sich fragt, warum habe ich mir das so lange vorenthalten? Das, und suche noch danach und versuche, was rauszukriegen und zu lernen. Die Schule der Zukunft, die übrigens bald beginnt, wird so sein, dass wir nicht mehr Inhalte lernen und im Gedächtnis speichern, Gedichte auswendig lernen oder überhaupt irgendwas auswendig lernen. Wir müssen überhaupt nichts mehr wissen. Der Kopf sollte völlig frei sein. Wir müssen nur wissen, wo wir es finden. Ja, so. Und dann brauche ich das nicht mehr hier speichern, sondern wenn ich es brauche. Und der ideale Weg ist natürlich, ich bin online, da finde ich alles. Das heißt, es findet mich. Ich richte meine Aufmerksamkeit drauf, auf eine Frage, auf eine Aufgabe, auf ein Vorhaben. Und im gleichen Augenblick in Nullzeit ist die Antwort da. So. Und, wie gesagt, auch wieder völlig mühelos. Und wenn Sie wollen, machen Sie sich noch einmal bewusst, dieser Körper, der da so dekorativ auf Ihrem Stuhl rumsitzt, ist Ihr Erfahrungsinstrument. Sie sind der Erfahrende. Aber dieser Erfahrende ist nicht nur Energie, der hat auch einen Körper, einen Energiekörper. Und dieser Energiekörper ist Ihr ewiger Körper, der begleitet Sie durch alle Inkarnationen. Den hatten Sie schon immer und den haben Sie, werden Sie immer haben. Und der hat kein Alter, denn er ist nie geboren worden. Er ist ein Teil des einen Seins und ist deswegen alterlos. Und jetzt ein wunderbarer Schritt, ebenfalls vollkommen mühelos. Sie machen sich diesen vollkommen gesunden, ewig jungen Energiekörper bewusst und treten ganz bewusst ein in diesen ewig jungen, vollkommen gesunden Körper, in Ihren wahren Körper. Erst damit sind Sie wirklich zu Hause, sind Sie bei sich selbst angekommen und Sie leben bewusst in diesem vollkommen gesunden, ewig jungen Körper. Und wieder geschieht ein Wunder. Sobald Sie ständig leben im Bewusstsein Ihres wahren Körpers, und mit diesem Bewusstsein Ihren physischen Körper in Besitz nehmen und jede Zelle mit diesem Bewusstsein Ihres ewigen Seins erfüllen, spiegelt der Körper, Ihr physischer Körper, das wieder natürlich, ja, der geht in Resonanz damit und spiegelt das wieder als Gesundheit, als Lebensfreude. Ja, und erst damit sind Sie wirklich richtig bei sich selbst angekommen. Wie gesagt, das alles haben wir längst schon oft besprochen, sollte Ihnen bekannt sein. Hier geht es jetzt nur darum, bevor wir es loslassen, dass Sie noch einmal prüfen, habe ich das wirklich vollzogen? Habe ich das verwirklicht? Ist das bereits Teil meines So-Seins geworden? Und vielleicht können Sie jetzt schon sagen, gibt es einen Schritt, den Sie noch vollziehen sollten oder der noch zu verbessern ist? Ich kann es mir zwar kaum vorstellen bei Ihnen, aber vielleicht gibt es doch nichts so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Also nehmen Sie sich doch jetzt gleich mal einen Schritt vor und sagen, ja, das sollte ich tatsächlich öfter, regelmäßig oder ständig machen oder besser machen. Also machen Sie jetzt einen Fortschritt
hier gleich heute, indem Sie sich jetzt vornehmen, ja, das wäre für mein Leben jetzt mal ein wichtiger Schritt. Das nehme ich mir jetzt mal vor. Dann beginnen Sie gleich heute damit, diesen Schritt zu verwirklichen. Heute heißt bei mir immer jetzt. Jetzt heißt gleich hier, jetzt. Das heißt, Sie stellen sich vor in der Imagination, der Schritt ist verwirklicht. Ich beginne ja alles immer mit dem letzten Schritt. Das heißt, den Schritt ins Ziel. Sie stellen sich vor, ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Wie fühlt sich das an? Ah, ja, so. Und dann gehe ich in die Erfüllung, in den erfolgten Erfolg. Das ist geistig in Besitz nehmen. Damit haben Sie es. Und damit muss das Leben das im Außen auch vollziehen. Da, Sie sind genau drin. Ja, toll. Also, Sie sehen, es ist eigentlich alles ganz einfach, vollkommen mühelos. Leben ist mühelos gedacht, als Geschenk, als Erfüllung, als etwas ganz Wunderbares. Gibt es bis jetzt irgendeine Schwierigkeit? Ich habe noch mal eine Frage zu dem wahren Körper. Hängt damit auch die Seele zusammen oder das höhere Selbst? Oder ist es einfach das Allsein, was Sie da ansprechen? Weil man hört ja hin und wieder auch mal von der Seele, von dem höheren Selbst und vom ja, Allbewusstsein oder vom Allsein. Für mich sind das alles Worte für das Gleiche. Ach so. Das heißt, wir sind ein ungetrennter Teil des einen Seins, ja, das wir Gott nennen. Ja? Aber wir sind deswegen nicht Gott. Aber Meister Eckhart hat das so schön gesagt, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht Gott, denn ich würde fehlen. Ja, also er fühlt sich als ungetrennter Teil dieses einen Seins. Das können wir auch Weltenseele nennen oder höchstes hohes Selbst. Ja, das ist, ihr Selbst ist das Allerhöchste. Sie sind ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten. So. Und ihr Körper ist ein vollkommener Ausdruck der Vollkommenheit des Allerhöchsten, ihr wahrer Körper. Und der physische Körper, der ist eher ein Ausdruck von ihrem Verstand, ihrer Zweifel, ihrer Vorstellung, ihres Egos eben. Ja, also unvollkommen. Aber wenn Sie jetzt in diesem vollkommenen Körper leben und Ihren physischen Körper mit diesem Bewusstsein erfüllen und jede Zelle Ihres physischen Körpers in Besitz nehmen mit diesem wahren Sein, werden Sie merken, Ihr physischer Körper spiegelt das sofort wieder und fängt an aufzublühen. Machen Sie sich einmal bewusst, was in Ihrem Leben ist Ihnen wichtiger als alles andere? Ist es Gesundheit, Erfolg, Wohlstand? Eine harmonische Beziehung. Was ist für Sie das Wichtigste? Vorschläge, was ist Ihnen das Wichtigste? Die Liebe. Was sagen andere? Harmonie. Harmonie. Leichtigkeit und Freude. Wie? Leichtigkeit und Freude. Leichtigkeit und Freude. Erfüllt sein in mir selber. Ein? Erfüllt sein in mir selber. Erfüllt also, sein in mir selber. Sie sehen, hat doch jeder so eine andere Ausrichtung, ist aber auch ganz gleich was. Und jetzt machen Sie sich einmal bewusst, welche Energiequalität strahlen Sie im Moment aus, während Sie da so dekorativ sitzen? Was strahlen Sie aus mit Ihrem So-Sein und was verursachen Sie damit? Und ist es das, was Sie wirklich wollen? Und jetzt greifen Sie einmal bewusst ein und nehmen Sie das, was Ihnen besonders wichtig ist und strahlen das einmal als erfüllt aus. Ich habe es erreicht. Wollen Sie in der Liebe sein oder wollen Sie die Liebe sein? Ich will die Liebe sein. Ich bin die Liebe.
Jeder nimmt also sein Ziel geistig in Besitz. Er lebt es als erfüllt. Das ist ganz wichtig. Solange ich mir etwas wünsche, sende ich aus, ich habe nicht. Und verursache, nicht zu bekommen. Ja, weil ich Mangel aussende. Ich muss es also geistig in Besitz nehmen. Noch einmal kurz, in der Bibel steht es ja bei Markus 11, 24. Kann sein, dass Sie heute Morgen noch keine Zeit hatten, die Bibel zu lesen. Markus 11, 24. Da heißt es, bittet um was ihr wollt. Also ganz egal, alles ist möglich. Bittet um was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Und es wird euch werden. Das ist das geistige Gesetz dahinter und das ist das ganze Geheimnis. Also, wenn ich mir etwas wünsche, sende ich aus, ich habe es nicht. Ich sende Mangel aus, verursache Mangel und bekomme Mangel. Ich erlebe das. Ich muss also erst in die Erfüllung gehen, ich muss es in mir verwirklicht haben, denn mein So-Sein ist das Dia im Projektor, das nachher als Realität auf dem Bildschirm erscheint. Ja? Und wenn es da nicht enthalten ist, kann es da ja auch als Realität nicht erscheinen. Also ich muss alles, was ich in meiner Realität erleben will, erstmal in mir verwirklicht haben. Ich muss es in Besitz genommen haben, es muss Teil meines Dias sein und dann wird es auch Teil meiner Realität, ganz von selbst. Weil der Projektor lässt nichts weg, der fügt nichts hinzu. Das, was da als Dia im Projektor ist, das erscheint vorne auf dem Bildschirm Realität aus. Nicht mehr, nicht weniger und nichts anderes. Und wenn hier Mangel ist, dann erlebe ich außen Mangel. Und das können wir jederzeit ändern. Also, machen Sie sich jetzt einmal magnetisch für die Erfüllung. Und magnetisch für die Erfüllung machen Sie sich, indem Sie es in sich verwirklicht haben. Also Sie spüren, ich bin am Ziel, ich habe es erreicht, es ist geschehen. Fühlen einmal, wie gut sich das anfühlt, fühlen die Freude, Dankbarkeit, Erleichterung. Und jetzt haben Sie es in Besitz genommen. Jetzt ist es Teil Ihres So-Seins und jetzt muss es außen als Realität erscheinen, wenn Sie nicht wieder abbestellen. Das heißt, wenn Sie sich nicht wieder raustun. Wenn Sie nicht sagen, ah, das war toll, tolle Meditation, oh, das hat sich gut angefühlt. Und schon sind Sie wieder draußen. Nein, Sie bleiben einfach in der Erfüllung, wenn Sie es in Besitz genommen haben. Das ist das ganze Geheimnis. Könnten Sie gleich machen. Irgendetwas, was Ihr Leben bereichert, einfach ins Bewusstsein nehmen, in Besitz nehmen und zuschauen, wie das Leben das Außen verwirklicht. Sie brauchen gar nichts weiter tun. Sie müssen es nur innen verwirklichen, sodass es Teil Ihres So-Seins ist und dann muss es außen als Realität in Erscheinung treten. Und das tut es dann auch immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Und so können Sie sich für alles magnetisch machen, was immer Sie erreichen wollen. Für alles. Noch einmal die Schritte. Sie machen sich, wenn Sie wollen, einen Mangel bewusst, aber nur 2-3 Sekunden. Ja. So. Dann machen Sie daraus Erfüllung. Also wie sieht das denn aus, wenn ich das erreicht habe? Aber mit Ihrem Zauberschlag Gedankenkraft schaffen Sie nur eine Vorstellung. Ja? Ich stelle mir etwas vor. Indem ich mir etwas vorstelle, habe ich es ja nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie im Katalog von einem Versandhaus etwas finden, was Ihnen sehr gut gefällt und sagen, oh ja, das hätte ich gerne. Dadurch haben Sie es ja jetzt noch nicht. Sie haben sich nur entschieden. Das ist noch eine Vorstellung. Jetzt wissen Sie, was Sie wollen. Sie sagen dem Leben, das hätte ich gerne. Aber jetzt müssen Sie es in Besitz nehmen. Und in Besitz nehmen heißt, ich
beginnt mit der Vorstellung. Ich gehe in diese Vorstellung hinein, in die Erfüllung, nehme es in Besitz. Ich habe es erreicht, ich bin am Ziel, es ist geschehen. Verbinde das mit der Energie eines starken Gefühls, denn noch einmal, die Vorstellung gibt dem Leben die Form. Das Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Also, wenn ich das jetzt mit Freude verbinde, mit Dankbarkeit, mit Erleichterung, dann gebe ich die Energie der Verwirklichung dazu. Dann habe ich es in Besitz genommen und dann gibt es keine Ausnahme mehr, dann muss das Außen in Erscheinung treten. Also noch einmal zum Üben, nehmen Sie mal irgendetwas noch in Ihrem Leben, was Ihr Leben bereichert. Erst Vorstellung, dann können Sie noch wählen, das oder das oder das. Dann entscheiden Sie sich für eins. Erstmal, okay, das ist alles wichtig, aber erstmal das. Und dann nehmen Sie es geistig in Besitz, indem Sie sich in der Erfüllung erleben. Das mit dem Gefühl der Freude und Dankbarkeit verbinden. Und mit der absoluten Gewissheit der Erfüllung. Noch einmal das Beispiel vom Warenversandhaus. Wenn Sie jetzt im Katalog sich entschieden haben, Sie haben beim Versandhaus angerufen und die haben Ihnen gesagt, ist ab Lager lieferbar, ja, Artikelnummer, Kundennummer, alles angegeben. Und Sie bestellen das und Sie hängen ein, dann ist ja nichts geschehen. Der Verstand könnte sagen, na und, wo ist es denn? Ja, aber Sie haben die innere Gewissheit, weiß ich ja jetzt, habe ich bestellt, Sie haben ja zugesagt, das geht, also kommt jetzt die nächsten Tage. Ja. Dieses Gefühl, dass Sie bestellt haben, dass es geschehen, dass Sie alles getan haben, das ist erledigt, ja. Aber es ist noch nicht da. Sie lassen sich nicht irritieren davon, dass es noch nicht da ist, sondern Sie bleiben in dieser absoluten Gewissheit der Erfüllung. Ganz klar das Gesetz dahinter, ohne diese absolute Gewissheit der Erfüllung ist Erfüllung nicht möglich. Mit dieser absoluten Gewissheit der Erfüllung ist der Erfolg unvermeidbar. Das ist das ganze Geheimnis. Und so können Sie sich magnetisch machen, für was immer Sie wollen. Für Gesundheit, für eine bessere Stelle, für mehr Geld, für eine harmonische Beziehung, für Erleuchtung, Weisheit, Liebe, ja, für was auch immer. Wie fühlt sich denn Liebe an, wenn Sie die in Besitz nehmen, wenn Sie reingehen und fühlen, dass es ist, wenn Sie erfüllt sind von diesem Gefühl? Wie fühlt sich das an? Ich fühle mich dann warm und geborgen und tatsächlich aber frei. Können Sie das lauter sagen? Ich fühle mich warm und geborgen, frei und weit. Warm und geborgen, frei und weich. Weit. 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 Ja. Ja. So, gibt jetzt wieder dazu, dass ich das nicht wiederhole, weil das ist so einfach für mich und so völlig mühelos. Sehen Sie da irgendwo eine Schwierigkeit? Sagen wir mal, irgendetwas, wo Sie sagen, ja, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wie ich das jetzt in Besitz nehmen könnte. Gibt es da irgendeine Schwierigkeit, die wir angucken können miteinander? Und dann werden Sie eins merken, es gibt dabei bei diesem magnetisch machen nicht schwierigere Dinge oder leichtere Dinge. Das ist nur ein Urteil. Das Leben kennt das nicht. Das ist wie beim Versandhaus, bleiben wir bei dem Beispiel, ob Sie da jetzt ein Päckchen Tempotaschentücher bestellen oder einen Bordeaux-roten Rolls-Royce mit goldenen Griffen. Das ist denen völlig egal. Ja, die notieren das, Bestellung, und das wird genauso ausgeführt wie das andere. Da gibt es keine. Das ist nicht schwieriger als das andere. Das ist ab Lager und wird geliefert, ob das groß oder klein ist,
spielt überhaupt keine Rolle. Also verbinden Sie jetzt nicht mit dem Magnetischsein wieder Ihre alten Vorstellungen von, naja, das braucht sicher seine Zeit. Ja? Zum Beispiel, wenn ich den idealen Partner für meine Liebe möchte. Ja? Und Sie würden denken, ja, ganz schön wäre so bis heute Nachmittag. Ja, dann kommt der Verstand und sagt, ja, jetzt geht's auch mal los. Ja. Wo soll der denn herkommen? Und wenn Sie Ihr Bewusstsein fragen, dann sagt er, wieso willst du bis heute Nachmittag warten? Ja, weil es braucht ja keine Zeit. Es braucht nämlich, das ist das Geheimnis, es braucht die Zeit, die Sie glauben, dass es braucht. Und wenn Sie glauben, ja, das braucht ja seine Zeit, das dauert, ja, das geht ja nicht so schnell, ja, dann haben Sie gerade verursacht, dass es seine Zeit braucht, aber das braucht es eigentlich, Sie haben es verursacht. Also verbinden Sie damit keine Schwierigkeit, sondern machen Sie sich bewusst, ich kann mich völlig mühelos für alles magnetisch machen, was mir Freude macht, was zu meinem Leben gehört, was mich erfüllen würde. Noch einmal. Hat jemand was gesagt? Ja, zu leise? Ich habe eine Frage. Das kann ich mir vorstellen, dass das alles funktioniert. Aber was ist denn, wenn mein Wunsch einen anderen Menschen mit einschließt? Dann manipuliere ich doch damit. Wenn also mein Wunsch. Ja, wunderbar. Das beantworten Sie. Das ist ja keine Frage, das ist die perfekte Antwort. Ja, also das darf man nicht. Man muss es schon alles doch, einfassen. Das dürfen Sie. Nur, wenn Sie Pech haben, ist das die Strafe, dass Sie ihn bekommen. Weil, das ist ja nicht gesagt, dass es der Richtige ist. Ja? So. Wenn Sie aber den Richtigen bestellen, also wenn Sie für einen anderen etwas tun, das geht ohne weiteres, das ist keine Manipulation. Wenn Sie nicht vorschreiben, wann, was, wie geschehen soll, wenn Sie sagen, Freude für ihn oder Glück für ihn oder Gesundheit für ihn, ja, dann schreiben Sie nicht dem Leben vor, was, wann, wie, denn das gehört zu seinem Schicksal, zu seinem Karma. Und dann würden Sie eingreifen, dann sind Sie verantwortlich dafür. Aber Sie können natürlich auch für einen anderen etwas verursachen. Aber Sie können nicht für sich einen anderen verursachen, dass Sie sagen, so, den will ich haben, der soll mich lieben. Das wäre Manipulation. Ja. Und für Manipulation kennen Sie die Folgen. Ja, Sie tragen dann die Folgen dafür. Also, verändern Sie Ihr Leben. Sie sind verantwortlich für Ihr So-Sein, für Ihr Leben, für Ihr Schicksal, für Ihre Welt. Die können Sie verändern. Da sind Sie Schöpfer, da sind Sie frei in Ihrer Gestaltung. Da können Sie sich für alles magnetisch machen. Zum Beispiel für erwachtes Bewusstsein. Zu leben, gehen Sie doch mal gerade rein, wie sich das anfühlt. Ich bin erwachtes Bewusstsein. Ich bin ganz bei mir selbst angekommen. Ich bin eins mit dem einen, ständig online. Mir fällt alles ein, was ich brauche. Leben ist vollkommen mühelos. Und dann schauen Sie mal auf sich. Wie fühlt sich das an? Ich selbst als erwachtes Bewusstsein. Ist das erstrebenswert? Noch besser als der Rolls-Royce. Bitte? Noch besser als der Rolls-Royce. Ja, würde ich auch sagen. Und billiger. Sofort lieferbar. Belastet Ihr Konto in keiner Weise. Ja, das ist also mit einem Wort wieder vollkommen mühelos. Was ich damit sagen will, ist, Sie können alles erreichen. Ab jetzt ist alles nicht weiter entfernt als ein paar Sekunden, bis Sie es sich vorgestellt und in Besitz genommen haben. Das war's. Und es gibt keine Grenze, dass Sie sagen, ja, das Erleuchtung kann ja so schnell, so weit bin ich noch nicht, da müssen noch viele Schritte.
Wenn Sie das in Ihr Bewusstsein nehmen und damit in Ihr So-Sein, verursachen Sie damit, dass da viele Schritte erforderlich sind und dass das seine Zeit braucht. Und in Wirklichkeit sagt das Leben, ja gut, ich hätte es ab Lager lieferbar, aber wenn du meinst, dann eben im halben Jahr oder wann du meinst, wann es möglich ist. Also begrenzen Sie dem Leben nicht die Möglichkeit, das Leben kann alles immer sofort. Also prüfen wir noch einmal, gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das ist aber schwierig in Besitz zu nehmen oder mich dafür magnetisch zu machen. Gehen wir noch mal ein paar Punkte durch. Also zum Beispiel Beobachter sein. Prüfen Sie, ob da eine Schwierigkeit ist. Zu Bewusstsein kommen. Online gehen. Scheitelchakra öffnen, online gehen und in die universelle Wahrnehmung gehen. Ständig online sein. Ein Ergebnis des ständigen Online-Seins ist, Sie treffen nur noch richtige Entscheidungen. Können Sie sich vorstellen, wie dramatisch sich Ihr Leben verändert, wenn Sie keine Fehler mehr machen? Sie treffen einfach nur noch richtige Entscheidungen. Das ist möglich, erreichbar jederzeit. Ich praktiziere das seit vielen Jahren. Aber wenn jetzt der Verstand kommt, ja, das ist aber schwierig oder das dauert, das ist sein Urteil, das hat mit Ihnen nichts zu tun. Sie können es in Besitz nehmen. Oder leben in Ihrem wahren, vollkommen gesunden, ewig jungen Körper. Ja. Oder machen Sie sich einmal bewusst, wer führt eigentlich Ihr Leben? Bei den meisten Menschen ist das der Verstand. Weil die sagen, du bist der Glückste, du sagst, wo es lang geht. Und damit bleiben sie in den Grenzen ihres Verstandes. Denn der lebt in seinen eigenen Grenzen der eigenen Erfahrung. Mehr weiß er nicht. Das, was er erfahren hat, er wird sein Bestes geben, aber das ist begrenzt. Und wir alle wissen, er macht Fehler. Warum bleiben sie in den Grenzen? Warum gehen sie nicht raus und erkennen, wenn ich online bin, dann habe ich die Grenze überschritten, dann kann ich alles haben. Oder für den Verstand, jetzt überfordern wir mal, den Verstand, Leben als Bewusster und Sterblicher. Prüfen Sie einmal, ob Sie bewusst und sterblich sind. Die meisten leben nämlich als Mensch. Ja? Sie glauben, das zu sein, was Sie im Spiegel sehen. Und Sie erleben ja auch, dass die Menschen in Ihrer Umgebung älter werden und gelegentlich sterben. Und auch Ihr eigener Körper wird älter. Und da erscheint es Ihnen ganz normal, dass man eben mit der Zeit älter wird und irgendwann stirbt. Aber das bin ich nicht. Das ist mein Erfahrungsinstrument, das diese Erfahrung macht. Sie selbst können weder altern, noch können Sie krank werden, noch können Sie sterben. Sie sind ewiges Sein. Und dann ist plötzlich das Leben wie eine Autofahrt. Ja, die hat einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Aber Sie haben vorher gelebt, Sie leben während der Fahrt und wenn Sie am Ziel aussteigen, leben Sie immer noch. Sie sind ewig. Und damit sind Sie unsterblich. Prüfen Sie mal, ob Sie sich trauen, das in Besitz zu nehmen und zu leben als Unsterblicher. Denn das sind Sie. Ich hätte dazu eine Frage, so insgesamt. Es geht eine um die Liebe, liebevoll Bewusstsein und wirklich zu wachsen. Und was ist es mit der anderen Seite? Weil zu Liebe gehört auch noch die andere Seite. Und mit dem Schatten. Ist es nicht so? Oder ich habe schon erfahren, dass die Menschen, die immer Liebe, dass von der anderen Seite kommt dieser Ausgleich und das ist dann alles andere als Liebe. Wenn Sie das glauben, werden Sie genau das erleben. In Wirklichkeit ist es so, es gibt zu allem das Gegenteil, die andere Seite, den Schatten, wie Sie es nennen. Das ist im Lagerhaus der Schöpfung bei allen Dingen angelegt und das gehört mit zur Vollkommenheit. Ja? Der Schatten gehört mit zur Vollkommenheit. Aber
Sie als Schöpfer wählen im Lagerhaus der Schöpfung, welchen Aspekt Sie in Ihrem Leben verwirklichen. Und das ist Ihre Entscheidung. Sie können den Schatten wählen, Sie können wählen, ja, wenn ich das wähle, muss ich auch das andere, muss ich nicht. Kann ich aber. Ja, also ich habe zum Beispiel festgestellt, es sind viele Menschen, die haben schon erwachsene Kinder und so weiter, und die können immer, ja, aber wenn sie zum Beispiel in der Familie sind, ja, sie haben einen Ehepartner, sie haben Kinder und sie sagen, ich wachse, ich bin bewusster, ich liebe, dann kommen die Kinder und die sind alles andere wie in Liebe, ja. Ja, die sind eigene Wesen, die haben ihr eigenes Schicksal, die dürfen ja auch alles andere sein. Ich habe ja gesagt, sie sind nur der Schöpfer ihres Lebens, ihrer Welt. Und dazu gehören nicht die Kinder. Die, ihre Kinder sind nicht ihre Kinder. Genau, ja. Und dann kommen sie wirklich aus diesem Gleichgewicht. Wie schaffen sie das? Sie haben so viel Erfahrung, diese Schafe einfach zu sagen, das sind meine Kinder, ich lasse und ich... Indem sie aufhören zu urteilen. Was die Kinder machen, sind keine Schatten oder Fehler, sondern das ist der Weg ihrer Kinder. Die haben ihren eigenen Weg, die haben sich ihnen anvertraut, das sind Seelen, die sind voller Vertrauen, die haben sich ihnen anvertraut, als sie hilflos waren, damit sie ihnen helfen, in die Welt zu kommen, und dann gehen die ihren eigenen Weg. Und damit haben sie nichts mehr zu tun. Sie müssen sich irgendwann mal abnabeln. Und damit haben viele Eltern Schwierigkeiten, dass sie die Kinder nicht loslassen. Ja, sie haben ihnen das Leben geschenkt, also sollen sie ihnen auch gestatten, das zu leben, dann irgendwann. Meine Mutter hat das ganz einfach gemacht. Ich war nur ein gehorsamer Sohn, und zwar wieder mal Kirmes im Ort. Und ich habe gefragt, wann muss ich nach Hause kommen? Ich war 16. Und meine Mutter sagte zum ersten, sonst haben sie immer gesagt, um halb elf oder um elf. Und dann hat sie zum ersten Mal gesagt, du bist alt genug, musst du selber wissen. Und dann habe ich gesagt, ich darf kommen, wann ich will. Ich dachte, ja, natürlich. Ja, dann bin ich um halb fünf gekommen. Als meine Freunde gegangen waren. Und dann habe ich mich, meine Mutter schlief, und ich denke, ich bin dann auch hin. Und eine Sekunde später, also vom Gefühl her, dachte ich, hat sie mich geweckt. Und ich habe gesagt, was ist denn? Ja. Und sie hat gesagt, ja, 7 Uhr aufstehen zur Arbeit. Sag ich, kann doch jetzt nicht. Ich habe gesagt, du kannst kommen, wann du willst, aber du gehst pünktlich zur Arbeit. Dann habe ich mich durch den Tag geschleppt. Ja. Da war ich in der Verantwortung angekommen. Ab jetzt wusste ich ja, okay, ich trage die Folgen. Ich muss also abwägen, wann ist es sinnvoll, wie kann ich und so weiter. Das heißt also, um Ihre Frage, ich hoffe, ich habe Sie verstanden. Ich bin ja nur ein Mann, ich kann ja mehrere Sätze nicht gleichzeitig hintereinander verdauen. Das war ja immer in einem Satz. Sie sind Schöpfer Ihrer Welt, dafür sind Sie verantwortlich, und in dieser Welt ist alles möglich. Aber Ihre Freiheit zu entscheiden endet dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Ja, der andere ist seine eigene Welt, und er hat seine eigenen Möglichkeiten zu entscheiden. Und dann zieht sie nichts runter, wenn die anders machen oder den Schatten erleben, das ist ja schon wieder ein Urteil, sondern der erlebt das und der erlebt das und alles ist gut. Wo ist das Problem? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel erfüllt erlebe, eine Partnerin zu begehren, beziehungsweise eine Lebenspartnerin zu lieben, die ich noch nicht habe, aber ich mir das halt erfüllt vorstelle, wäre das auch schon Manipulation, oder? Nein. Nein, nein, Sie können sich genau das wünschen, aber dann würde das Leben, wenn Sie online sind, würde das Leben sagen, ja Moment, du willst die ideale Partnerin haben, aber die möchte auch den idealen Partner haben. Bist du das? Und dann werden Sie denken, oh, da muss ich noch vielleicht ein paar Dinge in Ordnung bringen. Ja. Sonst kriege ich ja wieder die entsprechende Partnerin, die mir die entsprechenden Lektionen gibt. Und dann sage ich, ja, das hatte ich mir eigentlich schöner vorgestellt. Also ich muss immer erst eine Voraussetzung schaffen dafür. Das heißt, ganz einfach, sobald Sie ein idealer Partner sind, ist das Teil Ihres So-Seins,
Und sie ziehen auch die ideale Partnerin an. Ganz automatisch, brauchen sich gar nicht drum kümmern. Aber solange in ihrem So-Sein eben noch Ecken und Kanten sind, werden sie dann auch einen kriegen mit Ecken und Kanten. Ja, und sie haben es angezogen. Es war ihre Wahl. Also sie können das jederzeit verursachen, dass sie eine harmonische Beziehung haben, finden, sein. Sie gehen da rein, aber dazu müssen sie selbst die Voraussetzungen schaffen. Also wie wenn sie im Lotto gewinnen wollen, sollten Sie schon einen Tippzettel abgeben, ja, das ist hilfreich. Oder wenn Sie das große Los gewinnen wollen, ohne sich eins zu kaufen, wird das schwierig werden. Also wir dürfen nicht selber zum Hindernis werden. Ich muss das Notwendige tun, damit das überhaupt möglich ist. Aber jederzeit, selbstverständlich. Ja. Also noch einmal, wir sind die Schöpfer unserer Welt und alles in dieser Welt ist möglich. Sie können zum Beispiel bezahlten Urlaub für immer haben. Ich habe das seit 30 Jahren, praktiziere ich das. Ja, das heißt also, wann immer Sie sich beim Arbeiten erwischen, sofort alles fallen lassen und sofort alles kommen. Weil Sie sollten nie etwas tun, was Sie Arbeit nennen müssen, sondern Sie sollten Ihrer Berufung folgen. Und der Berufung folgen heißt, der Freude, den Weg der Freude gehen. Und wenn Sie das tun, was Ihnen Freude macht, das können Sie ja nicht Arbeit nennen. Ja, das ist ja einfach Freude. Und dafür kriegen Sie auch dann auch noch Geld. Und wenn Sie Ihrer Berufung folgen und das mit Freude tun, sind Sie tüchtiger, als wenn Sie nur einen Job erfüllen und verdienen auch noch mehr, indem Sie den Weg der Freude gehen. Also es spricht so vieles dafür, dass Sie den Weg der Freude gehen und ihrer Berufung folgen. Und damit haben sie gefüllt bezahlten Urlaub für immer. Ja, sie kennen keinen Feierabend mehr. Und warum sollten sie um 5 Uhr aufhören, sich zu freuen? Ja, sie freuen sich einfach weiter. Sie machen so lange weiter, bis sie müde sind. Und wenn sie müde sind, dann freuen sie sich schon auf den nächsten Tag, wenn sie wieder fit sind und können dann wieder weitermachen. Also ich freue mich jeden Abend, wenn ich müde bin, auf den nächsten Tag, wo ich das machen kann und das war. Ja, es ist einfach, ja, bezahlter Urlaub für immer. Oder Sie könnten verursachen, zu leben als Little Buddha im Alltag. Ja, Ihre Version von Little Buddha im Alltag, dass Sie zum Beispiel mit jedem Handgriff, den Sie tun, die Welt ein bisschen besser machen, als Sie sie vorfinden. Zum Beispiel indem Sie Wortgeschenke machen, ja, und irgendwann einmal vielleicht den Anspruch haben, Sie machen nur noch Wortgeschenke. Das heißt, alles, was kein Geschenk ist, muss nicht gesagt werden. Aus. Da muss nicht mehr viel gesagt werden. Ja. Aber wenn es gesagt wird, dann sollte es wirklich ein Geschenk sein. Oder Sie könnten verursachen, Ihre individuelle Evolution zu vollenden und bereit zu sein für die nächste Dimension. Ohne vorzugeben, was dafür nötig ist oder wie das geht, brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Sie verursachen das und das Leben verwirklicht genau das. Und alles das hätten Sie eigentlich längst erreicht haben sollen, nachdem wir das bisher alles schon besprochen haben. Und das sollte dazu führen, also wenn Sie jetzt noch etwas finden, was noch nicht verwirklicht ist, ja, dann sofort nachholen und tun. Und das sollte dazu führen, dass Sie wirklich märchenhaft leben. Märchenhaft leben heißt für mich, schaffen Sie sich die Welt, in der Sie am liebsten leben möchten. Und das beginnt wieder mit dem Träumen. Dass Sie sich vorstellen, ja, wie wäre denn diese Welt? Wie sähe das denn aus? Was hätte ich denn gerne am liebsten? Und also erst beginnt immer mit der Vorstellung, ja, dass ich weiß, da kann ich noch mit Alternativen spielen. Soll ich so oder so oder so? Und dann habe ich die klare Vorstellung, nein, das gehört jetzt zu mir. So ist das. Und dann nehme ich das in Besitz. Vollkommen mühelos und erlebe, wie das Leben genau das verwirklicht.
Da brauche ich nur noch einen Schritt tun. Die Kunst des Genießens praktizieren. Ja. Also es nützt nämlich nichts, dass die schönsten Dinge in Ihrem Leben passieren und Sie genießen sie nicht. Also lernen Sie wirklich alles zu genießen. Und für mich ist das einfach, weil es nur noch zwei Möglichkeiten gibt im Leben. Entweder es ist schon schön, dann kann ich es natürlich leicht genießen, oder es ist noch nicht schön. Die Betonung auf noch. Ja, dann schaue ich auf die Lösung, auf das Ideal und bin schon auf dem Weg zum Ideal und genieße natürlich jeden Schritt auf diesem Weg zum Ideal. Und so praktizieren Sie die Kunst des Genießens. Und leben als erwachtes Bewusstsein. Gibt es noch, immer, ich muss fragen, weil wir das dann beenden damit, gibt es noch Schwierigkeiten? Wirklichkeit, was wollen Sie sagen? Ich würde gerne immer im erwachten Bewusstsein sein und beobachte mich immer wieder, dass ich in Gedanken falle und habe noch keine Lösung, wie ich ständig online bleiben kann. Okay, also nur das Ich kann in Gedanken fallen. Ja? Also wann immer Sie in Gedanken sind, sind Sie im Ich und damit im Ego. Und damit ist es gar nicht wirklich Ihr Leben. Dann haben Sie ein Parallelleben, das Leben des Egos. So. Und da gibt es nur einen einfachen Weg, sich immer wieder erinnern, wer Sie sind. Ich habe mir damals, und es hat bei mir, ich will Sie nicht entmutigen, bei mir hat es 2 Jahre gedauert, ja, ich habe mir überall Zettel hingelegt, wer bist du? Habe gemerkt, oh, bin ich schon wieder im Tun, in Gedanken, in Gefühlen, in Problemen, in irgendeinem Moment. Ich erinnere mich wieder, wer ich wirklich bin. Ich bin Bewusstsein, ich bin vollkommen. Das ist mein Erfahrungsinstrument und ich erfahre gerade mein Leben. Also ich habe mich immer wieder ausgerichtet, sicher einige tausend Mal im Laufe dieser 2 Jahre. Und es wurde dann immer seltener, dass ich rausfiel, immer kürzer. Und irgendwann kann mir heute noch passieren, dass ich mal einen Moment im Telefonat oder in einem Tun, aber das dauert nicht mehr eine Minute, das dauert 10, 20 Sekunden, dann merke ich, Moment, nee, das kenne ich ja gar nicht so. Also alles fallen lassen, zur Vernunft kommt, weitermachen. Also sich erinnern, 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 bis Sie es sind. Das heißt, Sie sind es ja die ganze Zeit. Sie vergessen es nur zwischendurch. Also Sie müssen das nicht werden. Sie müssen sich nur daran erinnern, dass Sie es sind. Ja? So. Und dann können Sie das wirklich alles genießen.